Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Uns erwartet jetzt ein mega Fußballspiel. Das jetzt angepfiffen wird. Und es geht los in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga. Es ist der Startschuss. Mit dem Auftaktspiel und mit der Auftaktsekunde sind auch die Fans des HSV dabei. Das ist der HSV, direkt gleich mit dem ersten Vorstoß auf der linken Seite. Aber da hat jemand noch von Gladbach den Fuß dazwischen bekommen und könnte leeren. Und der HSV mit dem Ballgewinn. Moric ist auf der rechten Seite, überläuft Rösener. Das macht sie sehr gut, da ist sie durch. Schießt Moric und Palmen. Sie nochmal toll den Fuß ausgefahren, die Torhüterin von Gladbach. Hier sind wir nochmal in der Wiederholung. Moric hat Zeit. Aber Palm ist da. Ball. Marco hat übrigens Neuzugang in der Rückrunde der letzten Saison von Hennstedt-Ulzburg gekommen. Aber jetzt erstmal der HSV mit dem ersten Tor. Lisa Baum, der frühe Treffer für den HSV. Die 16-Jährige schießt den HSV hier zum frühen 1:0. Keine 5 Minuten gespielt. Wir schauen uns das nochmal an. Da kommt sie von der Außenbahn, flankt nicht rein, trifft die Entscheidung abzuziehen. Alles richtig gemacht. U17-Nationalspielerin, kommt gerade von der Europameisterschaft in Estland. Rieswick, das ist wieder Rösener. Laura Radke. Aber Krüger ist beharrlich und einfach da. Sie haben schon eine andere Körperlichkeit in den Zweikämpfen. Krüger, Rösener kommt da gar nicht hinterher. In der Mitte steht Marquardt. Krüger macht's alleine. Und da ist Baum. Zweiter Treffer. 18. Spielminute. 2:0 für den HSV. Und das nur, weil Melina Krüger hier wunderbar über die rechte Seite gestartet ist. Ist das noch im Replay drinne? Nee, da sieht man nur den Pass. Und dann ist Lisa Baum einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Position. Hält den Fuß rein und trifft zum 2:0. So, jetzt 3 gegen 2. Wenn sie es jetzt gut lösen, kämen sie vors Tor, aber die Gelegenheit ist noch warm. Radke. Tichelkamp in der Mitte, Radke und Sarah Schmitz. Von der wird noch gar nichts gesehen. Und da ist der Ball im Tor. Laura Radke mit dem Anschlusstreffer zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt. So kurz vor der Hälfte. Ich sag ja, sie gewinnen langsam an Selbstvertrauen, die Mönchengladbacherinnen. Moric setzt sich wunderbar durch. Und das ist natürlich eine gerechtfertigte gelbe Karte. Hoffen wir, dass sich Carla Moric da nicht verletzt hat. Es gibt großen Applaus für Carla Moric, die vom Platz humpelt. Auch hier gute Besserung. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und da ist der Treffer zum 3:1. Krüger hat's gemacht. War zur richtigen Zeit da. Und hier ist der direkte Konter von Gladbach.
Aber Navarth geht dazwischen, das wäre sowieso abseits gewesen. Aber der Treffer hat uns kalt erwischt, da schauen wir uns nochmal an. Wird reingeflankt von Wilkie. Und dann Krüger. Und da ist das Tor für Gladbach. Und dieser Anschlusstreffer wird gefeiert, als wäre es der Siegtreffer. Dabei ist es der Treffer zum 2:2. Und das haben sie sich verdient. Mit ihrem Druck, den sie die ganzen letzten 15 Minuten ausgeübt haben auf die Hintermannschaft des HSV. Die Pfeife ist aber in der Hand und auch im Mund und deswegen ist abgepfiffen. 2:2. Der HSV schenkt 2 Punkte her in diesen letzten 15 Minuten und die Borussia erarbeitet sich einen Punktgewinn hier in Hamburg. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren.